Hallo zusammen, ich bin Marco, Polymechaniker im dritten Lehrjahr bei der Firma B-Braun Medical AG. Hallo, ich bin Tamara, Polymechanikerin im dritten Lehrjahr und wir möchten dir heute unseren Berufsalltag ein bisschen näher bringen. Komm doch mal mit! Die ersten beiden Lehrjahre lernen wir konventionell drehen und fräsen. Mir gefällt es arbeiten mit diesen verschiedenen Materialien, da wir nicht nur verschiedene Metalle, sondern auch diverse Kunststoffe verarbeiten. Bei uns werden zwei verschiedene Fachrichtungen vom Polymechaniker ausgebildet. Zum einen ist das der Polymechaniker Fachrichtung Formenbau und zum anderen der Polymechaniker in Fachrichtung Instandhaltung. Da der Polymechaniker immer mehr mit Automation in Berührung kommt, haben wir intern einen Elektropneumatikkurs. Mit Hilfe des CAD werden anspruchsvolle Werkstücke konstruiert. Hier konstruiere ich gerade ein Werkstück für die Produktion. Da die Werkstücke immer aufwendiger werden, ist es nicht mehr immer möglich, als manuell an der Maschine zu programmieren. Das CAM unterstützt mich bei der Programmierarbeit und ich kann nachher den Bearbeitungsprozess anschauen. Als Polymechaniker sollte man Freude haben am genauen Arbeiten, man sollte ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben und Freude an Technik und Mechanik mitbringen. Ich bin froh, in einem internationalen Unternehmen meine Lehre zu machen, da ich nach der Lehre die Möglichkeit habe, an einem anderen Standort im Ausland zu arbeiten. Ja, wenn es dir gefallen hat, bewirb dich noch heute für eine Lehrstelle oder eine Schnupperlehre bei uns. Wir freuen uns auf dich.